Willkommen zu einem neuen Let's Play von Super Prospector Alien Rebels. Das steht nicht Prospector. Ja, zu Gast sind drei Idioten, drei Flaschen Bier und Backwaren. Und Backwaren. Leckere Backwaren. Äußerst fantastische Backwaren, die dieses Mikro halten. Warte, wie wir das geschafft haben. So, wir spielen auf. Warum spielen wir auf hart? Du musst unbedingt jetzt zeigen, wie wir richtig schön failen, oder? Ja, natürlich. Wir spielen jetzt nur auf hart, damit du mich zwischendrin boxen kannst, wenn ich abkacke. Ja? Das ist schon klar. Ja. Ja, nur mal so zur Info, das Mikro ist nicht das Beste, das wissen aber alle. Ja. Aber wir sind froh, dass es funktioniert und besser als das Laptop-Mikro ist es alle Male. Damit man sich das etwas vorstellen kann, es ist einfach ein Headset-Mikro auf einer Tasche, die gehalten wird von einem Brötchen. Und das Brötchen von der Tastatur. Also, ihr wolltet ja nicht, dass ich es halte, selber schuld. Ja, meine Freundin wollte es eigentlich halten. Wir dachten, der Arm wird langsam faul, weil wir werden jetzt mehrmals sterben. Das wird ein Weilchen dauern. Wir starten. Dieser Alkohol. Mach das nicht nach, Alkohol ist scheiße. Richtig, das ist ganz böse, Kinder. Lasst das bitte. Jetzt nicht so wie wir drei Flaschen Bier trinken und das witzig finden. Mann, das, ja, du holst dir direkt das Schutzschild und ich. Ja! Das fällt schon toll an. Das ist super. Ey, grad noch so, komm, der Band, geh! Bitte! Ah! Was? Ja, mal gucken, wie lange wir das Spiel. Oh! Boah, hast du diesen Skill? Wow! Boah, so schlimm haben wir aber nicht gespielt, als wir es heute schon mal auf normal probiert haben. Achtung, Katze. Ah! Oh. Ja, diese Hunde, du siehst so lecker aus. Ja. Lieber Roboter fressen als Müll. Er hat geschossen, mit der Sprühschisskanone. Was? Jetzt habe ich gerade auf dich geguckt und bin deswegen abgekackt. Ja, wir spielen hier mit Robomans. Ja, also diese ausrangierten Duracell-Hasen. Und wir schießen mit Nicknacks, wir ziehen das nicht. Immer Hagetau. Haber, Poolmantel. Mist. Keine Ahnung. Das ist jetzt wohl mal ein Mist. Der Karren geht hier so scheiße. So, warte! Jetzt bin ich von dem Kegelpin am Kopf getroffen worden. Geh kaputt! No. Oh. What? Ja, siehst du, so schnell geht der Panzer kaputt. Eben nicht. Ach, danke. Da, die Kondomkanone. Und das ist zu dunkel. Ja, wie lange spielen wir das eigentlich? Ich glaube, so wie wir spielen, nicht sonderlich lange. Mit dem, dir das Schutzschild! Das ist... Mit den Getränken, die wir hier haben, wahrscheinlich nicht so, oder? Ja. Du bist gleich schon Game Over! Wofür haben wir den Content? Außerdem kann ich dir immer noch Leben klauen. Ey! Ha! Ey! Ich glaube, das anderes erwartet. Du wolltest unbedingt auch schwer spielen. Wir haben das heute schon zweimal durchgespielt. Und es lief total super, aber wir müssen es jetzt unbedingt auf hart machen. Ja, natürlich. Wenn sie Kondomkanone haben. Jetzt wird erstmal gepostet hier. Wie wir es gemacht haben. Ja, das sah aus, als wär's gewollt. Schon. Als hätten wir es geübt. Es läuft doch ganz gut bis jetzt. So, ein Spiel kann noch so schwer sein, jetzt bin ich in meinem Element. Ich bin eindeutig besser beim Springen als du. Ist mehr Lebensmüde als ich. Dafür hab ich einen Laser. Ja, warte, bist du schön. Ich, ja. Schrauben hin, what the fuck? Also ich weiß nicht, ob leck mich doch!
Jetzt muss das mal einen auf dicke Eier machen. Natürlich. Die rote Schussmanone. Ich hoffe, das ist nicht so leise. Die Regel ist ziemlich. Beides! Das sagt man einmal, was? Und Penisse bringen dir kein Glück. Das ist ein gutes Zeichen eigentlich, ne? Passt auf, sonst ist das Video nachher ab 18 hier mit Penis und Alkohol. Eindeutig. Legen wir es drauf an? Penis! Nein. Frisst Nicknacks! Woran bin ich jetzt bitte gestorben? Der schießt auf schwer Zeug. Und wie? Was? Ey komm, das hier hat doch gerade einer dazu entwickelt. Die waren heute Mittag noch nicht da. Warum hat es Gehirne als Beine? Im ersten Level Game Over. Es hatte Gehirne als Beine. Das wird ein langer Arm. Immerhin ist 20 vor 11. Immerhin können wir nochmal. Steam Download abgeschlossen. Vor allem, warum zünden die das an? Das ist ja alles irgendwie verbindet oder sowas, ne? Ich habe keine Ahnung, wollen die denen helfen? Wollen die jemanden platt machen? Das ist für mich. Und warum kann ich Feuerbälle mit Waffen bekämpfen? Mit Nicknacks. Ja, mit Nicknacks und Sprühschiss. Also. Das schaffe ich jetzt. Ha! Boah, jetzt hast du dem Feuerball aber wirklich einen Rest gegeben. Können wir heute noch weiter? Ich will ihn kaputt machen, wir auch Punkte. Das dauert mir zu lange. Oh, 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 oh. Bro, bro. So. Willst du die Sprüchiskanone? Ja, bitte. Ja, natürlich hast du es bekommen. Ja, wenn du es nicht einsammelst. Ja, ja. Ja, ja. Tschüss. Oh Mann. Ich sehe schon, das wird schön. Komm mal mit 4 Continues hin. Ich glaub nicht. Ich glaub, wir schaffen das Spiel eh nicht auf hart. Nicht mit diesem. Mit diesem Getränkekonsum. Wobei, da fällt mir ein. Stimmt. Prost! Lecker Cola. Ja. Ist ein bisschen bitter, die Cola. Als wenn einer Alk reingemischt hätte. Das sind wieder die Gehirne! Ah! Oh, das war's schon. Wunderschön. Das lief ja wunderbar. Super. Also bis mal auf meinen Feuerball-Fail. Du Ratzelhase. Ja, das ist echt super. Jetzt wissen wir, was wir machen, seit sie nicht mehr in die Werbung dürfen. Wir haben ihn Waffen in die Hand gedrückt. Und retten die Welt. Richtig. Das wird nicht. Ich sollte irgendwo hingehen, wo ich keinen Schaden anrichte. Ich glaube, bist du recht hin. Nein, ich gehe da jetzt hin. Schaff das. Wirklich, dann hat er der Teufel gefunden. Boah! Haben die nicht nur einen Kanon? Alter! Hä? Ja, hallo! Ja, ja, ja. Wer ist ein Gewerkschaft? Wer ist ein Gewerkschaftsmaus? Gewerkschafts? Guck doch! Der will nicht! Hey Arschloch! Der ist nach Hause gegangen, glaube ich. Ey, Arschloch, wo bist du? Wenn du das jetzt von vorne sehen würdest und nicht von oben, würde er jetzt im Schild stehen und später wieder da. Hä? Was? Warum werde ich von den Viechern nach vorne gezogen? Was ist denn da los? Er sagt nicht, dass die. Boah, die schießen nicht nur von hinten ab, ne? Oh. Wie assi ist das denn? Die machen einen Rundumschuss. Ja. Gut, ich habe jetzt 4 Leben geopfert, um 2 Bunker zu kriegen.
Ich hab mich doch geduckt, du Arschloch! Das wär's jetzt nicht. Ja, er soll die scheiß Bomben da weg. Boah! Das bedeutet einfacher. Was? Wo kommt der jetzt her? Ja! Oh. Ah! Hi! Hi, das ist Limbex. Ja, oh, das ist lieber Robot! Ja, wie geht denn der auf? Ach, jetzt! Und ich dachte, ich wäre schlecht. Alter, boah, ja. Jetzt kommt nochmal der Boss auf Tro. Ist der jetzt auch wieder in. Geht der jetzt auch wieder alle 3 Sekunden hoch? Und der hat Laser! What the fuck? Und? Das, nee, das sind einfach nur Risse in der Straße, oder? Oder sind das Bienen? Nee, das sind Risse in der Straße, aber der hat hinten. Ach, der Laser. Lasers. Gib mir den Laser! Oh, boah, kommt der schnell runter. Hey, wo ist der? Ah, da ist er. Hi. Nein, 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 Ich vergiss grad die Trollo-Leute. Ich hab das mir einen Arm abgelasert. Das kann sein. Oh Mann. Also die können ja noch in so einer coolen Pose stehen. Das Kanickel macht das nicht besser. Nö. Nee. Ja, jetzt haben wir fast eine Viertelstunde voll. Aber wir sind schon bei 8 bei jetzt. Die Hälfte vom Spiel haben wir fast. Ja, wir sind schon mal weiter als wir gedacht haben. Ich dachte, ich war gerade im ersten Level. Oder gegebenenfalls auch im dritten. Was? Oh nein! Schön, dass nicht nur ich scheiße bin. Ich baut mich auf. Ich leg's doch mal zu sterben und dir Leben zu klauen, ne? Ja, ist mir schon klar. Der Schuss war viel zu weit unten. Ja, nein, 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 nein! Bro, bro. Na cool. Geh weg, geh weg. Wollte ich woanders hin. Ich finde das so witzig, dass du jedes Mal bei diesem Kacksprung gestorben bist und dann bei der Vorführung dich. Ich versuche ja Punkte zu holen. Ah! Oh, Brötchen! Ist ja nichts passiert! Unser Tonstudio findet's umwerfen. Ja! Nicht nur die Roboter explodieren, die Brötchen gehen auch drauf. Meins. Jetzt hab ich auf dich geguckt, du Affe! Der Tod des Brötchens hat mich so mitgenommen, ich kann mich nicht konzentrieren. Lava, das Brötchen lebt noch. Ja! Nein, ja. Wir möchten darauf hinweisen, dass bei dieser Aufnahme keine Brötchen verwundet wurden. Selbst war echt seine Beschreibung. Bei dieser Aufnahme wurden keine Brötchen verletzt. Ja, nicht, dass wir am Ende die, Bäckereien als. Ja, ja. Diese Brötchenpizza. Nee, die deutsche Backwarengesellschaft, die. Brötchenketzer. Der DBG. Brötchen. Boah! Wie kommt man jetzt vor? Was? Nein! Boah! Ich komm keinen Meter vorwärts, das ist. Warte mal. Doch, hier ist so eine schöne Bombe. Ich bin nicht voll Bomben. Ich hab dir gesagt, wenn du noch einmal den Bombenwitz machst heute. Ah, lass mich los! Ah! Oh Gott sei Dank. Ah. Jetzt kommt wieder der mit dem Penis. Ah.
Der Bohrer war aber auf normal und leicht nicht. Doch, auf normal war er da. Ich bleib mal hier. Ich ramm den mal weg. Oh! Nein! Stell dich nicht so an, tu mal was! Ich will mich nageln, sie ist wichtig. Ne? Der Nageltyp kommt doch. Ah! Kannst ja gerne das Hand springen, wenn du willst. Ich hab so viel beigetragen, ich bin so glücklich. Oh, das ist. So, das war die Rache. Ey, du hast die Sprühschusskanone. Wechsel am besten, dass du nicht verlierst. Du tust so, als wenn ich am laufenden Band kaputt gehen würde. Drück X! Ich hab X gedrückt! Affekopf! Penis! Sag es doch! Jetzt lass es wenigstens bis oben hin schaffen, weil das nämlich ein Continue-Platz. Ich streng dich mal an hier! Ja, flammen die doch mal weg, die Kack-Dinger! Ja, ich mach nur den oberen weg. Das ist Scheiß! Sterben! Da hab ich gut drin. Da mach ich mit. Ich glaube, die Rakete hat sogar mal ich kaputt. Das gibt's ja. Ah, jetzt kommt dann, ne? Nein! What the fuck? Wenn du mich nicht als Ablenkung dabei hättest. Geh weg! Nein! Entscheid dich mal! Sag das dem Roboter nicht mir! Meine ich doch! Nur Feiglinge verstecken sich hinter Atombomben. Der war schon so gut wie an mir dran! Geht weg! Ja, war eine super Idee deinerseits. Also. Passt schon, alles einkalkuliert. Das passt! Warum sehe ich denn dein Fingers auf Penis? Weil das ein echtes Männerspiel ist. Es geht nur mit Penis. Mit Duracell-Hasen. Richtig. Duracell-Penisse. Das ist Energie-Geladen, oder was? Du kannst übrigens ein Leben benutzen, solange ich noch lebe. Ja, weil benutzt dieser... doch! Benutzt! So wie du spielst, ich weiß nicht, ich hab Angst. So, ich bleib jetzt einfach an der Seite stehen. Lass und Nicknacks auf wie Feuer. Und jetzt haben wir beide null Leben und jetzt kommt der falschen Penner. Ja, komm. Jetzt kommt diese. Na, jetzt kommt der Roboter-Boss, der Terminator. Oh, stimmt, wir sind erst hier, ne? Falschen Boss ist. Der ist noch 5 Millionen Jahre weg. Das ist nett, sehr mit der Kraft, ne? Nein, ich meine den, wo man sich an der Kanone festhält und dann kommt der Roboter. Der sich mit der Falsche festhält. Ach, der Penner. Der kommt im nächsten Level erst. Ich dachte, der schon. Ja, danke, dass du mich wieder so toll unterstützt, ey. Ich hab einen Schuss in die Eier gekriegt. Danach würdest du auch nicht mehr stehen. Das ist ein Duracell-Hasen, hallo. Du überhaupt Eier? Ja, weiß ich nicht. Das sind wahrscheinlich diese Knopfbatterien, die als Eier dran sind. Das sind große Fragen, die Welt nicht braucht. Duracell-Hasen-Eier. Weiß ich nicht. Zu Ostern vielleicht, ne? Wie soll ich das schaffen? Keine Ahnung, zeig einmal Skill! Ja. Wir spielen einfach bis dagegen raus. Ja. Haben wir eine andere Wahl? Wir stellen das einfach. Let's Drunk. Mal gucken, wie sich der Abend noch entwickelt. Was ist denn Let's Drunk? Let's Trinken. Gibt's das oder haben wir das gerade erfunden? Gibt's.
Okay. Es gibt viele, die das machen. Einfach nur Alkohol, sinnlose Suppen und. Okay, du machst den Typ und ich. Boah, vergiss ich. Ich hab nichts gesagt. Die Knickknacks waren stärker. Aber weißt du was? Lasst mal einen Kommentar. Dann soll ich vorrennen. Ja. Schreibt mal einen Kommentar, ob ihr sowas wollt. Let's Trunk. Ja, dann gibt ihr aber gleich das erste so. Gleich den Sprühschlitz. Ja, komm, nimm den Sprühschlitz. Na! Na! Doof! Verdammt! Da! Wie dumm! Dumm! Du hast den Sprühschiss gar nicht verdient, ja? Bist du Base! Ja, das! Das ist Stange! Sparta war aus, oder was? Ja, Sparta war zu teuer, hab ich mir lieber. Ja. Nein, geh weg. Geh weg! Da wenigstens der Ton. Ja. Yes! Ach! Wenigstens ist einer tot. Friss Knickknacks. Friss Knickknacks! Wir brauchen schon genau, dass wir haben Knickknacks. Richtig! Deshalb unschieden ist er gefallen. Knickknacks sind wie Chuck Norris ausgestopft mit Jack Bauer. Garniert mit Indiana Jones. Friss! Finde ich gut. Boah, finde ich nicht gut. Ja, wie schnell! Ja, guck mal. Was? Der hat Sodbrennen von den Knickknacks, deswegen spuckt der so viel Feuer. Das sieht man doch! Lass ihn lieber schnell umkommen. Und bumst. Ich glaube, der bumst uns gleich. Ich war ja einfach bumst in die Gabel sterben. Wie gesagt, als wenn wir eine Wahl hätten. Was? Wir sollen halt gehen. Weiß nicht, schieß einfach! Schieß drauf! Stirb! Wenn ich sterbe. Oh. Heilige Macaroni! Dicke Eier! Dieser Boss ist schwer. Wie soll das gehen? Willst du Feuer ausweichen? Denen sind nur die Duracell-Batterien ausgegangen. Mit Duracell-Batterien, was meinst du, wie die da... Das läuft und läuft. Da denkst du, wie da die Hasen poppen. Und das Beste ist, du wirst ab morgen von Duracell gesponsert. Du bist der neue Duracell-Hase. Was? Oh Gott. Boah, letztes Continuum. Wahnsinn. Ich glaube, ich freue mich schon fast. Ich freue mich auch nicht. Kontra auf schwer mit. Also das auf hart schafft, ohne zu sterben. Betrunken. Betrunken? Ach so, eine Granate. Das sind Sprühschissgranaten. Sprühschissgranaten, sehr schön. Ah, Gott! Gott, das ist so viele Explosionen! Lasers und Granaten und. Kanone, Knickknacks und Autos. Ja, Autos. Was passt mit in diese Reihe gerade? Was kann man nicht essen? Bier. Was ist keine Nahrung? Macht das eigentlich was nach einer Weile? Ja, das schießt mal Raketen im Auto. Ja. Mittlerweile weiß ich auch das mit der R-Taste. Das hält viel zu viel aus! What the f... Alter! Alter! Eiche. Wechsel! Ah! Oh mein Gott! Ah, die geht stärker. Die aber auch.
ist schon wieder der. Ah, direkt jetzt wechsle ich die Waffe. Und jetzt. Oh, ah! Na! Ich hab's geschafft! Goddammit! Ja, wir sind beide, oh, wir sind beide Ultra-Profis in dem Spiel. Ja, das ist ja das, was Spaß macht. Stell dir mal vor, wir hätten Ahnung davon, das wäre total langweilig. Nee, wir sind ja besoffen. Naja, nicht ganz, aber fast. Wir tun unser Bestes. Oh. Gut, dass ich auch immer direkt nach vorne. Oh. Jetzt kommt nochmal der Mega-Laser. Ja! Wir Vollprofis. So. Oh, oh, das ist so! Das kommt der gut. Vielleicht kommt er jetzt zum Laufen. Ja, der hat er heute den ganzen Tag nicht geschafft. Wenn nicht. Wir haben das Spiel heute zu häufig gespielt, oder? Weniger abgekackt als jetzt, ey. Ja, Profi-Effekt, wie immer. Los, ja. Warum laufen, wenn man auch explodieren kann? Also ich würde es ähnlich machen. Nein. Die Nicknacks sind halt zu stark für mich. Bist du zu stark, bist du zu schwach, ne? Nicknacks mit der Füllung von diesem DPS mit dem Dinger da. Fisherman's Friend. Fisherman's Friend, richtig. Da ist er! Das Ding erinnert mich an X-Men, ne? Welchen X-Men? Frag mich nicht warum! Lass er, oh Gott! Ich hab doch Lehrgut! Ich werde mich jetzt festen! Du sprühst ihm schon Sprühschiss ins Gesicht. Ich glaube, das reicht. So, ich trinke jetzt erstmal ein Glas Cola. Und lass dich das machen. Cola? Warum ist diese Flasche grün? Das Glas so grün? Das ist spezielle Bitter-Cola. Achso. Bio! Genau, Bio-Bitter-Cola. Bio-Cola. Ja! Wozu? Also ich, du hast es doch unter Kontrolle. Total, ne? Ja, danke! Das hat sich schon gelohnt! Oh, das Elend hat gleich, das Elend hat ein Ende gleich. Ich will zumindest dieses Level noch schaffen. Ja! Nein, ich dachte, es ist jetzt kaputt gegangen. Nein! Oh, ich hab sein Ende. Du Kacknob! Was hat's den Sieg gekostet? Boah, die Punktzahlen sind auch echt vielsagend. Wir sind Game Over! Ach, Gott sei Dank. Wir haben das Spiel so jetzt. Darauf erstmal ein Glas Cola. Echt? Ja, also, stoß mir mal an, ne? Und während wir das Spiel wechseln, am besten besorgen wir uns ein neues, stabileres Brötchen. Was spielen wir denn? Das lasse ich jetzt einfach drin, was spielen wir denn? Oder Moment.